Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das Breath hat sich gerade mehr nach Breath angehört. Wie jetzt hätte ich mich gerade übergeben. Aber das ist keine. Wa Nö, aber das ist keinster Weise der Fall. In keinster Weise der Fall. Blabliblub, ne? Hab schon wieder viel zu viel geredet, obwohl ich gar nicht reden kann. So, wir sind wieder in The Legend of Zelda Breath of the Wild und wir suchen uns jetzt einen weiteren Shrine. Yay, ne? Und ihr wisst ja, ich schneide dann rein, wenn ich was gefunden habe. Bis dann. Dann bin ich ja noch gar nicht weit gelaufen. Wir sind immer noch hier. In dem Kukupi-Schneefeld im Prinzip. Und wir haben schon wieder die nächste Spur eines Schreines gewittert. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, hinter dieser Wand, ne? Deswegen, ohne weitere Anstrengung, benutzen wir ein Revali. Und haben trotzdem noch eine ganze Weile zu klettern. Aber gut, man kann nicht alles haben. So ist das halt in Zelda. Das ist halt immer ein wenig langweilig da. Die Umgebung hier zu umgehen oder so. Wahrscheinlich tötet mich der Fluss irgendwie mit Eiswasser des Todes oder so. Sag mir nicht, der Schrein ist da irgendwo in diesem Ding drin. Irgendwas muss da ja drunter sein, ne? Aber ich würde, glaube ich, lieber nicht da reingehen. Und der ist hier drunter. Man muss mit dem Fluss da mitgehen. Und wahrscheinlich ist man tot, wenn man in den. Ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier drunter ist. Du hast so eine gute Tarnung, du weißt gar nicht, wie super die ist. Abgesehen davon, dass sie ziemlich blöd ist. So. Lass mich raten, wenn wir in das Wasser gehen, erfrieren wir gar nicht. Doch, wir kriegen Schaden. Aber wir sehen den Schrein schon. Ich glaube, wir müssen einfach mit dem Strom mitgehen. Und dann wird. Oh Gott. Oh, da verlieren wir ja richtig Herzen. Können wir nur hoffen, dass wir da schnell genug durchkommen. Ne, Elchi? Was sagst du dazu? Ne? Schnell genug durchkommen ist eine gute Idee. Ja. Siehst du? Er sagt seinen Freunden jetzt, dass schnell genug durchkommen die richtige Variante ist. Warte mal, wir speichern mal kurz. Ne? Man weiß ja nie, was passiert, wenn man stirbt. Komm schon, Linky Boy, 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 lebe! Achso. Okay, jetzt haben wir halt. Jetzt haben wir halt, ne. Mipfer. Die hat uns ja ein wenig, die hat uns ein wenig gerettet, hier diesen Schrein zu finden. Und dann würde ich sagen, in Gedenken an Mipfer betreten wir jetzt diesen Schrein. Wunderschön. So, ist das ein Segen? Ey, komm, der Schrein war jetzt nicht wirklich schwer versteckt, dass das irgendwie. Also, in dem Schrein hätte ich mir jetzt schon eine Aufgabe gewünscht, die man hätte bewältigen können. Weil ich fand jetzt dahin zu kommen, das war jetzt nicht so mega schwer. Vielleicht am Anfang, wenn man nicht ganz so viele Herzen hat, aber. Eigentlich ist das albern, dass es hier keinen. Wir müssen mal gucken, wie viel unsere Edelsteine wert sind. Naja, aber egal. Ne, einem geschenkten Spirit Orb schaut man nicht ins Maul. Oder so ähnlich. Ja. Ich verlasse den Schrein lieber, bevor ich wieder irgendeinen Schwachsinn erzähle. So. Dann haben wir diesen Schrein auch wieder komplettiert. Komm, wir machen mal den Sprung in den Tod, ne? Was kann schon passieren, außer dass wir sterben? Oder so. Linky Boy, Linky Boy, Linky Boy hat überlebt. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ich suche uns schon mal die nächste Aufgabe und bis dahin. Ich sollte schneller schneiden, bevor ich hier wieder komplett durchdrehe, ne? Ja. Sieht ihr wahrscheinlich genauso.
So, wir sind am Stall der Orni. Jo, genau. Im Stall der Orni. Ich würde sagen, wir können noch mal kurz hier mit Terry sprechen. Mal gucken, wie viel unsere ganzen Edelsteine jetzt wert sind, die wir angesammelt haben. Einfach damit wir wissen, wie weit wir noch von der letzten großen Fee entfernt sind, dass wir die freischalten können. Okay, 900 Rubine ist jetzt nicht ganz so viel. Naja, aber naja, einfach, dass wir einen gewissen Wert haben, wie weit wir sind und wann wir die letzte große Fee dann endlich freischalten. Oh, die Rodonide, die sind schön viel wert. Die sind schön viel wert. Müssen wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir es sogar. Dann können wir irgendwie im nächsten Part auf Such. Oh. Okay, jetzt haben wir die 10.000 Rubine. Da können wir im nächsten Part ja mal der großen Fee einen Besuch abstatten. Ne? Kann man machen. Nee, das, nee, 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 das Fleisch gehört mir. Hier, mein Fleisch und so. Toppers hier. Können wir auch direkt nochmal alle verkaufen? Ja, okay. Wir haben, ich denke mal, wir haben jetzt die 10.000. Für die große Fee. So. Nee. Nee, 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 nee. Eigentlich wollte ich die Diamanten daneben verkaufen, wenn das möglich ist. Dann können wir auch nochmal 1.000. Okay, ja, gut. Sehr, sehr schön. Dann können wir das im nächsten Part auch nochmal angehen. So, dann lassen wir es mal gut sein. Aber wir haben mal wieder unseren Lieblingsvogel hier, den Kashiwa. Den haben wir wieder gefunden und der hat bestimmt ein Heldenlied für uns. Ja. Okay. Mein Versprechen, darüber kann ich noch nicht reden. Aber wenn es soweit ist, wenn ich mein Lied mit meinen Liedern Teil dazu beigetragen, die alten Lieder zu überliefern, dann werde ich dir in meiner Heimat von meinem Versprechen erzählen. Und darum. Ja, bitte. Na gut, legen wir los. Bin mal gespannt auf das. Ach so. Nee, das kennen wir ja schon. Danke fürs Zuhören. Wenn ich dir wieder mal. Ja, gut. Das heißt, wir müssen alle Heldenprüfungen bezwingen. Nachts wird es furchtbar, furchtbar kalt. Was richtig scharfes und Reis. Mal überlegen. Ich weiß. Ich habe Hunger auf Curry-Reis. Ich habe zwar Hyrule-Reis, aber da braucht man Korongewürz. Okay. Ja. Oh ja, nehmen wir mal kurz die Quest hier an. Und dann sollten wir theoretisch gesehen noch Zeit über haben, noch irgendwas Kleines zu finden, was wir machen können. Oh, jetzt hör auf, diese Steinspur. Ich kann euch nicht leiden. Und ein Jäger. Oh, jetzt. Na, freust dich jetzt, Jäger? Ne, hat ja auch nichts gebracht. Ne? Hast du selber gemerkt. Hast du selber gemerkt, ne? So. Na gut, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich was gefunden habe. Was wir tun können. Du springst auch ein bisschen komisch. Wenn ich das mal so sagen darf, ne? Das ist nicht der illegal. Ey! Ganz ehrlich! Weißt du, das Spiel ist wirklich super, aber sowas durchbricht einfach jegliche Immersion, die man haben kann. Das ist halt. Das kann nicht einfach so vor einem Auge verschwinden. Ich meine, was haben die sich dabei gedacht? Dachten die, das wäre cool oder was? Wo Goblin Camp habe ich ehrlich gesagt keine Lust, die zu überfallen. Egal, ich schneid wieder rein, wenn was Cooles abgeht. Na, das sieht doch schon wieder ein bisschen interessant aus. Die Brüderfelsen. Oh, Piek! Jetzt reicht's! Diese blöden Gänse! Meine Schwester und ich hatten ausgemacht, zusammen singen zu üben. Aber nicht eine von ihnen ist gekommen. Wir müssen doch bald dem Häuptling bei dem Brüderfest das Lied vorsingen. Und wenn wir nicht üben, wird das eine völlige Blamage. Du siehst aus, als wärst du zu du dumm genug. Ich meine, nett genug, um mir zu helfen. Sag meinen Schwestern im Dorf der Orni, dass sie nicht unsere Übungsstunden schwänzen dürfen. Auf mich hören sie ja nicht.
Aber wenn du ein, wenn ein Flirtertyp wie du das sagt, kommen sie sicher. Die einzige, die mir Sorgen macht, ist Genny. Ich wette, sie ist in der Küche und plärrt dort rum. Ich will Knusperlachs. Sie ist ganz launisch und will nicht einmal an unserem Gesangsvortrag teilnehmen. Sie ist so nervig. Ehrlich. Ehrlich. Muss jetzt jemandem. Oh Mann. Also müssen wir jetzt vier kleine Plärrgeister finden. Das ist doch mal eine schöne Aufgabe. Eine schöne Aufgabe. Für den nächsten Part. Ja, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir vier kleine Plärrgeister suchen. Jetzt, wo ich es ausspringe, klingt es nicht ganz so spannend, aber ich bin mir sicher, dass wir da schon ordentlich Spaß bei haben werden. So, dann wie gesagt, hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda Breath of the Wild und tschüss! Tschüss.